Da muss ich stellen, schon mal gut, dass Michi sich bereit erklärt, 31:19 heute in Rimpa. Aus deiner Sicht, an was hat es gelegen? Waren es die Kräfte, die heute gefehlt haben nach dem tollen Freitagsspiel? Ja, mit Sicherheit hat man das Freitagsspiel uns ein bisschen angemerkt. Wir haben verdammt viele technische Fehler gemacht, vor allem in der ersten Halbzeit. Wobei ich auch sagen muss, da schon in Rimpa nichts nachgestanden. Wir haben am Anfang versucht, Tempo zu spielen. Daraus sind dann echt ein paar technische Fehler resultiert. Und dann, ja, gegen Ende geht uns dann echt die Kraft aus. Die laufen viel Tempo-Gegenstöße. Und dann geht es halt am Ende so deutlich aus, leider. Ja, eben zwischen 46. und 56. Minute, 10 torlose Minuten bei der HSG. Das, was euch am Freitag noch richtig stark gemacht hat, das Tempospiel nach vorne, das schnelle Rückzugsverhalten, hat gefehlt, oder war es tatsächlich nur die Körner, die gefehlt haben und Rimpa der unbedingte Siegeswille nach der Niederlage am Freitag? Ja, man hat schon gesehen, Rimpa war extrem motiviert und bei uns hat schon echt gegen Ende gemerkt, dass wir am Angriff immer einen Schritt weniger gemacht haben, viel mehr einen Ball abgespielt haben, als richtig aggressiv aufs Tor zu gehen und im Rückzug, ja, ging ehrlich gesagt auch nicht mehr allzu viel. Haben wir, glaube ich, 5-6 Gegenstöße bekommen gegen Ende und dann wird das nochmal ziemlich deutlich. War Rimpa einfach eine Nummer zu groß heute, oder? Ja, ich finde, in der ersten Halbzeit haben wir richtig gut mitgespielt. Waren wir zum Teil sogar vorne. Kurz vor der Halbzeit dann in Überzahl, wo wir beim Unentschieden zweimal einen Ball wegwerfen und zwei kassieren. Dann 13-11, glaube ich. Dann werfen die Nummer 1 mit dem Halbzeit 15-14-11. Da waren wir eigentlich nicht schlechter, fand ich. Da haben wir gut mitgehalten, wenn wir die Leistung in der zweiten Halbzeit weiter halten hätten können. Wäre auf jeden Fall was drin gewesen, aber so wie die zweite Halbzeit lief, waren die dann einfach am Ende besser als wir. Ja, vor allem unzufrieden sein kann man ja nach diesem Wochenende, nach diesem anstrengenden Doppelspieltag auch nicht sein, oder? Wer hätte gedacht, zwei Top-Mannschaften vor der Brust, Friesenheim und Rimpa, und man geht mit zwei Punkten raus? Ja, jetzt direkt nach dem Spiel schon noch ein bisschen niedergeschlagen, aber ich glaube, wenn ich dann morgen früh aufwache und das Wochenende Revue passieren lasse, dann ist es auf jeden Fall mehr oder weniger zufriedenstellend, dass wir gegen Friesenheim zwei Punkte holen. Da hätte auch niemand gedacht. Das ist schon gut, Aufstiegsaspirant. Und von dem her kann man sagen, zwei Punkte, das ist immer voll im Soll. Jetzt diese Woche heißt sicher erstmal Kräfte holen, dann kommt TuS im Essen, eines der klangvollsten oder einer der klangvollsten Namen überhaupt in der zweiten Bundesliga. Vorfreude dann auch schon wieder auf dieses Spiel, besondere Mannschaft, die sich da vorstellt in der Schänzelhölle? Definitiv, also Essen ist auch eine starke Mannschaft. Die haben jetzt heute daheim gegen Lübeck gewonnen. Es gibt ein harter Brocken, aber wir haben jetzt am Freitag Friesenheim geschlagen. Dann ist auch gegen Essen auf jeden Fall was drin. Und wenn wir uns alle zusammenreißen, dann holen wir da auch wieder zwei Punkte. Gut, danke dir, Michi.